Interregio Express 4278 nach Magdeburg Hauptbahnhof 2011. Wir kehren zurück ins Jahr 2011, mein Kollege. Von Dezember 2010 bis Dezember 2012 verkehrten zwischen Berlin und Magdeburg je zweimal pro Tag und Richtung Interregio Express Züge unter der Linie Interregio Express 25. Diese fuhren von Berlin aus lediglich mit Halten in Potsdamer Platz und Südkreuz und von dort aus ohne Halt durch bis Magdeburg. Normalerweise verkehrten auf dieser Linie Wendezuggarnituren bestehend aus 112 und 3 Dostos. Am 21.01.2011 war aber außerplanmäßig eine 425 an. Zu treffen. Du fährst nun an genau diesem Tag die Rücktour von Berlin Hauptbahnhof nach Magdeburg Hauptbahnhof als Interregio Express 4278. Mach nun erstmal deine 425er soweit fahrbereit und gebe die Türen frei. Vergesse PZB und SIFA nicht. PS, in Samund legst du einen außerplanmäßigen Halt ein, da hier im TS kurz dahinter die Strecke in Richtung Potsdam endet und das Szenario auch deshalb in Samund endet. Gute Fahrt. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator 2021 mittlerweile auf dem Kanal Train Teacher. Ja, ich würde einfach sagen, wir lassen unsere Fahrgäste mal einsteigen, geben die Türen frei. Wir sind hier ganz entspannt unterwegs mit einer schönen 425 in Richtung Magdeburg Hauptbahnhof. Und jetzt machen wir auch gleich zu Beginn mal hier ein kleines Foto. Natürlich mit Spitzlichtern, die man übrigens mit H aktiviert. So, ich hoffe, man erkennt das ganz gut auf dem Screen. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. So. Ja, nee, ansonsten habe ich dieses schöne Szenario vom lieben TrainFW gefunden im Resum-Forum. Und ich dachte mir, sowieso, früher habe ich mal Bilder, als ich noch etwas jünger war, so wesentlich jünger, habe ich auch mal Bilder gesehen, wo dieser 425er gefahren ist. Aber was heißt wesentlich jünger? Also halt einfach vor ein paar Jahren. Ich bin schon etwas älter. Auf jeden Fall ist halt die Sache dahinter, dass ich mich damals schon gefragt hatte, Moment mal ganz kurz, kann nur bei Stillstand. Achso, dann machen wir das mal kurz so. Haben wir das nicht ausgeschaltet? PZB kann nur bei Stillstand und Richtungsschalter M. Achso. So. Jetzt aber. Moment. Jetzt aber. Und da habe ich diese Bilder schon gesehen. Wenn auch nur sehr selten. Und da habe ich mich schon gefragt, was, eine 425er, also so ein Elektrotriebzug im Berlin Hauptbahnhof, das habe ich ja noch nie gesehen, vor allem auch mit der Magdeburger ZZA. Und tatsächlich, das Ding ist wohl zu dem Zeitpunkt fahrplanmäßig gefahren, also so grundsätzlich die Interregios, aber halt nicht mit der 425er. Und da kam mir dieses Szenario ganz gelegen, dass wir das einmal nachfahren können, freut mich sehr. Und da ich leider keinen Buchfahrplan habe, werden wir den auch noch aktivieren müssen. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir soweit abfahrbereit. Also Spitzlichter sind an, Türen sind freigegeben. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, kann ich hier noch irgendwo was aktivieren? Buchfahrplanlicht, ich denke, das brauchen wir nicht, oder? Nee, das brauchen wir heute nicht. So, wir haben nämlich ein iPad mit dabei quasi. Führerraumbeleuchtung brauchen wir auch nicht. Wenn wir mal kurz gucken, ob denn mit dem Kombihebel alles klar ist. Ja, das sieht auch gut aus. Okay. Sehr schön. Gut, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns. Moment. So. Sehen wir uns gleich wieder, sobald wir Abfahrt haben. Und ja, dann bis gleich. So, meine Damen und Herren. Da leuchtet auch schon bzw. blinkt der Türmelder. Die Türen schließen. Türmelder leuchtet konstant. Wir schauen nochmal kurz raus. Das sieht auch soweit gut aus. Und dann würde ich sagen, verlassen wir den Bahnhof Berlin Hauptbahnhof. Jawohl, heute auch in der Einzeltraktion, also nicht in der Doppeltraktion. Selbstverständlich dann, also ihr wisst, was ich meine, aber wäre auch cool gewesen, wenn wir das heute in Doppeltraktion gefahren wären, aber die sind tatsächlich nur als einzelner Teil quasi gefahren. So, Ausfahrt mit 60, da haben wir auch... Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugpersonal begrüßt Sie recht herzlich im Interregio Express auf der Fahrt von Berlin Hauptbahnhof tief nach Magdeburg Hauptbahnhof. Mit unterwegs halten in Berlin-Potsdamer Platz und Berlin-Südkreuz und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste Fahrplanmäßige Halt in Kürze, Berlin-Potsdamer Platz.
Okay, man hat einfach gar nichts mehr gesehen, es ist einfach komplett dunkel geworden. Ich wollte nur gerade noch sagen, wir fahren mit einem Interconnex, glaube ich, sind wir gerade zeitgleich rausgefahren. Die sind ja zur damaligen Zeit sogar noch hier verkehrt auf der Strecke. Das waren noch Zeiten mit dem Interconnex, mit dem wollte ich schon immer einmal fahren, aber hat sich leider nie ergeben. Deshalb bin ich dann tatsächlich leider nicht mit hingefahren. Die sahen aber auch geil aus, die Züge irgendwie, die hatten was, also was ganz Eigenes. Ich glaube, aber hinten dran war immer eine 146. Guck mal, da rechts weiter auch. Genau, mit dem Steuerwagen hat man den gerade noch gesehen. So, ich glaube, jetzt können wir auch hochbeschleunigen. Jetzt sind wir aus dem weichen Bereich raus. Wobei das im Endeffekt jetzt auch gar nicht mehr großartig was bringt. So, und als kleine Info, wir sind nämlich unterwegs auf der. Nächster Halt: Berlin Potsdamer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir sind nämlich unterwegs auf der Strecke, also gleich dann ist ja ein Add-on für die Strecke Berlin-Leipzig, die kennen wir ja. Aber wir sind unterwegs auf schwere Fracht für Sedin im Endeffekt. Und das werdet ihr auch gleich dann nochmal sehen. Ich halte mal jetzt einfach hier schön mittig, damit wir die Fahrgäste nicht allzu weit laufen lassen müssen. Ja, auch geil, der Interconnex fährt mit geöffneten Türen. Zur damaligen Zeit natürlich noch nicht während der Corona-Pandemie. Ansonsten wäre es ein bisschen nachvollziehbar. Und da links kam noch eine schöne Taurus von der TXL-Logistik entgegengeschossen. Oder von TX-Logistik, so. Sagen wir mal lieber so. Genau. Okay, pünktlich sind wir auch. Dann können wir gleich hier mit entspannten 120 rausfahren. Und ja, der 425er von TSG ist jetzt auch schon bald oder schon über ein Jahr alt. Ich glaube, bald sogar anderthalb Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, im November, Dezember. So. Gucken wir nochmal raus. Hallo? Nee? Ach, das wollte ich machen. Aber sieht alles gut aus. Die Frau hier steht ein bisschen gefährlich im Zug, aber kein Problem für uns. Na. Ah. Die Ansicht habe ich aber auch noch nicht gesehen hier. Machen wir mal kurz hier noch die Rollos runter. Ach Mensch, das erinnert mich aber gerade ganz gut an TSW. Aber ich wusste gar nicht, dass man jetzt hier auch diese Kameraperspektive hat. War cool. Kein Problem. Machen wir gerne. Alles schön auch hier entspannt runter. Ihr wisst ja, ich mag das immer, wenn wir ein bisschen inkognito unterwegs sind. Und damit ist dann gemeint, ja, dass man uns nicht über die Schulter gucken kann. Und falls ihr euch fragt, warum ich so denke, kann ich euch ganz einfach sagen, weil als ich immer über die Lokführer Schulter gucken wollte, ja, dreimal dürft ihr raten, da durfte ich natürlich nichts sehen. Also das haben die immer runter gemacht, man durfte nie was gucken, das hat mich immer ganz, ganz, ganz doll traurig gemacht. Auch schon damals, wo ich schon kleiner war, also jetzt wirklich meine ich das auch so, da war ich wohl noch ein bisschen kleiner, das ist ganz lange her. Und deshalb habe ich mir das dann auch so irgendwann halt angedacht. Müssen wir das jetzt ebenfalls umsetzen im Train Simulator oder auch im TSW? Ja, leider muss ich an der Stelle auch noch erwähnen, dass wir ohne das Berlin-Leipzig Remastered-Paket fahren. Sofern mich jetzt nicht alles täuscht, weil die Signale sind noch ziemlich alt, sage ich mal. Das sind halt die alten Signale. Und die sind ja sonst die neuen KS-Signale verbaut und. Jawohl. Wobei mich hier gerade die VRHQ-Tracks ein bisschen verwundern. Weil normalerweise. Nächster Halt: Berlin Südkreuz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Weil normalerweise sind die nur bei dem Update-Paket mitzusehen, aber vielleicht hat sich da irgendwas ein bisschen überschnitten oder so, keine Ahnung. So. Dann fahren wir mal jetzt hier schön entspannt in den Bahnhof Berlin-Südkreuz ein. Sind gerade unterm Gleisdreiecks-Park durchgekommen. Der war übrigens, das kann ich euch ja gleich nochmal zeigen, wenn wir stehen. Und da
vorne kommt halt erwarten. Das bedeutet, wir müssen den Interconics wahrscheinlich vorlassen. Okay, da ist er gerade umgesprungen. Aber trotzdem die 60 bestätigt, die angekündigten. Und hier können wir auch ohne Probleme schön vorfahren. Bis ans Ende. Na, können wir auch jetzt hier stehen bleiben. Was ich halt auch einfach mega nice an diesem Bahnhof hier finde, ist, dass die, der Übergang hier, also man geht ja einfach mit der Rolltreppe hoch. Gut, mit der Rolltreppe halt. Und die sieht zwar ein bisschen nicht aus wie eine Rolltreppe und ist dann halt direkt oben bei der Ringbahn. Das ist einfach mega nice gemacht. S41 und 42. Ich höre hier gerade auch irgendwo eine S-Bahn. Da hinten. Ja, die hört man immer so weit weg noch. Wir müssen auch mal bald mit der TTB 481 fahren, die bald oder schon vor längerer Zeit rausgekommen ist. So, und hier hinten ist der Gleisdreieckpark. Dahinter, hinter dieser Brücke. Da hinten ist dann der Potsdamer Platz, den kennen wir ja auch. Hier oben verkehrt die U2. Hier. Über Bülowstraße. Runter zum Wittenbergplatz und da hinten. Da verkehrt die U1 quasi quer, was ihr da drüber seht, die Gleise. Und die fährt dann da nach rechts Richtung Warschauer Straße weiter. Jawohl. Und da rechts irgendwo bei diesem Backsteingebäude, bei dem etwas höheren, bei dem in der Mitte quasi. Also direkt hier vorne, dieses, erstmal kommt das Weiße, dann das Große und dann dahinter dieses mit dem Ziegeldach. Da ist irgendwo eine DHL-Zustellbasis und so weiter und so fort. Und da, wo dieses Haus steht, was aussieht wie so ein Brauhaus und wir dürfen schon links losfahren, das ist auch tatsächlich, glaube ich, mittlerweile ein Brauhaus und heißt irgendwie BRLO Bar oder sowas. So, gut, Türen sind zu. Jawohl. Und dann können wir jetzt erstmal hier den Bahnhof Berlin-Südkreuz verlassen. Natürlich nochmal nach einem Serviceblick. Sagen auch noch der Berliner S-Bahn tschüss. Befreien uns und haben Ausfahrt mit 60 km/h. Wobei ich mich gerade ein bisschen frage, warum wir nicht gleich aufs linke Gleis gekommen sind, weil da vorne werden wir jetzt wieder über eine Weiche fahren. Das ist jetzt unnötig, die 60 km/h, die wir fahren müssen, aber naja, ist okay. Beschweren wir uns mal nicht. Jetzt würde ich noch mal kurz hier gucken. Weil hier geht es ja auch weg zur Dresdner Bahn. Ich glaube, so heißt die. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die jetzt befahren werden. Jetzt müssen wir mal schauen. Weil ich kenne mich da mit diesem Bereich der Strecke noch so gut wie gar nicht aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass da auch irgendwie ein Teil des, oder dass die auch ein Teil des VDE-Ausbauprogramms ist und sogar noch läuft. Oder als Teil noch läuft, sagen wir mal so. So, können wir jetzt hochbeschleunigen? Ja, 120, sehr schön. Hier auch entspannt 140. Das passt auch super. Ja, genau, und da links geht halt das Gleis weg. Das eine, ich glaube, da geht es dann zur Dresdner Bahn. Wo ich mich dann immer gefragt habe, ja, wie kommen dann die Züge aus Richtung Berlin-Südkreuz da hoch? Oder ob das noch gebaut wird? Aber dem scheint wohl noch so, dass es gebaut wird. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. 160. Dürfen wir mit dem 160 fahren? Hat der eine Vormax von 160? Ja, ne?
Doch, der scheint wohl eine Fahrmax von 140 zu haben, alles klar. Muss ich nochmal gleich reinschauen. So, das ist dann auch auf jeden Fall LZB-Signale empfangen worden. Ich guck mal gerade bei Wikipedia rein, aber da finde ich leider gerade nichts zu. Ah doch, hier, mit LZB 160 und ansonsten VMAX 140. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Deshalb hat auch gerade die PZB ausgelöst. Alles klar. Das müsste hier Lichterfelde Ost gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Uff. Jawohl, das war Lichterfelde Ost. Und dann kommen wir auch bald aus der LZB raus. Also da beim Kreuz Richtung Flughafen. Jetzt muss man ja sagen BER Terminal 5, aber für mich bleibt es immer der Flughafen Schönefeld natürlich. Kurz den Kollegen, die Licht grüßt. Damit er auch weiß, dass wir ihn gesehen haben. Sonst denkt er sich vielleicht noch, wir sind unhöflich oder sowas. Oder dass wir den nicht mögen, aber ich glaube, man nimmt das nicht immer ganz so persönlich. Aber ich finde einfach, das gehört jetzt mittlerweile dazu. Und die S-Bahn da rechts darf mit 80 fahren. Und ab hier 160. Was ich gerade noch sagen wollte, war, ich weiß jetzt auch, also die VRHQ-Tracks, die wir hier gerade sehen, ja, die sind tatsächlich die neuen, aber die Signale sind halt nicht die neuen. Also ich glaube, irgendwie wird dann auch auf das alte Streckenprofil zurückgegriffen und dieses Streckenprofil und auch das Update, also die Remastered-Variante, greifen wohl beide gleichzeitig auf einen Ordner zu. Mit den überschriebenen Gleisdateien, wo dann die VRHQ-Tracks geladen werden. Und deshalb haben wir jetzt hier halt beides. Also haben wir auf beiden Strecken quasi auf der Standardvariante, wo noch nichts aus Remastered ist, sagen wir mal so, haben wir da die VRHQ-Tracks so wie jetzt. Und halt auf der Remastered-Variante natürlich. Das ist wohl immer für beide Strecken tatsächlich der gleiche Ordner, auf den zurückgegriffen wird. Schon in 4 Kilometern unsere 80, da gehen wir dann raus auf den Berliner Außenring. Wobei wir, glaube ich, gar nicht Richtung Flughafen Schönefeld fahren, sondern halt in die andere Richtung. So, da wollte ich nochmal kurz die 160 ausfahren. Oder, oh, sind wir schon bei 161. Das machen wir mal lieber nicht. Und da kommt dann auch schon der Geschwindigkeitswechsel. Jetzt müsste sich jeden Moment die Nadel mitbewegen. Jawohl, da hat sie sich in Bewegung gesetzt. Und da kündigt auch schon das Vorsignal die 80 an, von dort aus dann in einem Kilometer. Also die LZB-Übertragung funktioniert ohne Probleme. So, und A steht dann wahrscheinlich für Außenring.
würde ich jetzt mal sagen. Jetzt müssen wir mal auch schauen, vielleicht kriegen wir jetzt auch eine LZB-Zwangse, weil wir jetzt einfach raus aus der LZB sind. Aber ohne Ankündigung, beziehungsweise ohne Ende. Genau, da ist es. LZB-Ende bestätigt. Also jetzt wäre hier schon vorbei. Wir sehen ja auch keinen Linienleiter mehr in der Mitte des Gleises. Aber ist okay. Ich frage mich nur, warum... Achso, hier ist es. Nee. Ah, okay. Ich habe mich gerade gefragt, warum da der 500-Hertz-Magnet liegt, aber jetzt habe ich es verstanden, warum er da lag. Alles klar. Der lag da schon für das Hauptsignal hier gerade. Hier ist natürlich auch ein sehr schöner Platz, um ein tolles Bild zu machen. Aber wir haben schon, glaube ich, ein schönes Thumbnail da im Berliner Hauptbahnhof hingekriegt. Und auch vorbildlich von dem Traktorfahrer, wenn er auch gerade nicht gefahren ist, aber dass er schön weit weg vom Gleis stand. Das ist das Wichtigste. Weil da habe ich auch auf YouTube schon einige Unfälle gesehen, oder nicht nur auf YouTube, sondern grundsätzlich im Internet, wo Fahrzeuge oder auch LKW oder schwere, sagen wir mal schwerere Fahrzeuge einfach, dann auf die Gleise gefahren sind, trotzdem weggesmashed wurden oder auch dann einfach dort hängen geblieben sind und dann sowieso weggeballert wurden, aber ja, das ist halt immer sehr schade, wenn sowas passiert. Ich glaube, da gab es noch mal irgendwann so ein Video vor ein paar Jahren, wo so ein Fastunfall war mit so einem LKW oder mit einem Traktor oder sowas. So, 70 sind angekündigt. Vorsignal wiederhole. So. 70 ab hier. Fahren wir ganz entspannt rein. Schauen wir mal kurz rüber, wie wir über die Gleisanlage fahren. Über die Weichen. Das finde ich immer, sieht ganz nice aus. So, jetzt sind wir auch rüber. Jetzt gucke ich mal, jetzt können wir ja auch hochbeschleunigen, genau. Sobald der letzte Meter unseres Zuges quasi rüber ist über die Weichen, da geht es dann wieder hoch. Auch im Train Simulator natürlich. Ich will den Zug mal kurz von sich aus rollen lassen. Deshalb nicht wundern, dass da gerade Geschwindigkeitsübertretung steht. Das können wir mal ausmachen. Auch ein sehr schönes Wetter, finde ich. Ich glaube, das ist das Wetter von Armstrong Powerhouse, wenn mich nicht alles täuscht. Wie heißt der Bahnhof hier? Struveshof. Oh, den Kollegen muss man noch Licht grüßen, habe ich leider vergeigt, weil ich genau in dem Moment natürlich in den Monitor gehe. So. Bald erreichen wir Samund. Jawohl. In 4,6 Kilometern.
Also bei Kilometer, was hatten wir gerade? 12, 6, 16, 6, naja, 17, 2 circa. Sind wir gerade viel zu schnell, muss mal kurz gegenbremsen. Ist auch die ZZA eingestellt, ist Magdeburg Hauptbahnhof. Ich habe nur ein bisschen Angst, es war hier irgendwie ein Signal. Ah, da blinkt tatsächlich was, seht ihr? Wusste ich doch. Bin ich mal lieber schnell in den Führerstand zurückgekommen. Nicht, dass wir hier noch eine ungewollte Zwangse kriegen. Genau, auch von der Stelle, wo wir gerade rausgefahren sind, von der Hauptstrecke bis Potsdam Abbahnhof, ist es gar nicht so weit. Das ist nur ein paar Kilometer, ist relativ nah beieinander. Jawohl, da vorne kommt auch Halt erwarten. Bestätigt. Relativ spät sogar. Ich wollte einfach mal gucken, wie das sich so anfühlt. Und da fällt mir gerade ein, da vorne kommt ja dann gleich eine 500 Hertz Überwachung. Sollten wir mal lieber unter die 65. Aber schade, dass wir keine Ansage mehr hören. Aber, naja, da oben RE1, ne, ERE Magdeburg, können wir uns gleich nochmal schöner anschauen. Ah, da kamen auch schon die Zwangse rein. Müssen wir uns jetzt nicht unbedingt anhören, ne? So, vielleicht stehen wir ja sogar fast komplett drin, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Samund Gleis 4. Ne, ein kleiner Teil steht draußen. Aber ich wollte nochmal. Ach, da können wir es nochmal schön sehen. IAE Magdeburg Hauptbahnhof. Nice. So. Die Fahrgäste fragen sich jetzt wahrscheinlich, was macht denn der Kauzi? Aber wir können ja nochmal kurz die Ansage sprechen. Die Schlussansage quasi. Verehrte Fahrgäste, wir müssen in Samund Hauptbahnhof kurz einen kleinen außerplanmäßigen Halt einlegen. Die Weiterfahrt verzögert sich nur um wenige Minuten. Unter 5 Minuten Verspätung werden wir dann haben. Unter Umständen schaffen wir es auch noch, diese rauszufahren bis Potsdam Hauptbahnhof. Bitte bleiben Sie ganz entspannt. So. Und ja, dann würde ich einfach sagen, gehen wir mal kurz hier die Türen frei. Dürfen wir sogar rüberfahren über das Gleis, sehe ich gerade. Und hier wird es dann halt weitergehen Richtung Potsdam Hauptbahnhof. Ja, da gabelt sich das weg. Ah, ganz cool der Außenring eigentlich. Ach so, ich glaube, das war gar kein außerplanmäßiger Halt, das war sogar ein richtiger Halt, aber egal. Dann haben wir jetzt hier trotzdem die Türen freigegeben, ganz entspannt. Stehen richtig schön hier drin. Und unser Zug wird dann hoffentlich jetzt noch den Bahnhof Samund verlassen, ne? Macht er nicht mehr? Schade. Hätte ich euch gerne noch gezeigt, wie er... Ah doch. Oh, das ist vielleicht ein bisschen schnell. Na gut, das ist jetzt ein bisschen Spielerei, aber die müssen wir natürlich auch mal haben hier. Wenn wir unseren Zug hier natürlich sicher bis zum Bahnhof Samund gebracht haben.
So, Befehl. Okay, jetzt können wir eben zugucken, wie er ausfährt. Ja, und dann würde ich an der Stelle einfach sagen, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen, die kleine, aber feine Fahrt mit dem Interregio Express Richtung Magdeburg Hauptbahnhof. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einer nächsten Fahrt wieder. Bleibt natürlich schön gesund und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Habt einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.